So, und da sind wir auch schon am Capitol Building in Charleston. Und da holen wir uns jetzt mal, sorry, da holen wir uns jetzt mal die Regierungsakte. Oder was will sie? Regierungsauftrag. Warum auch immer sie jetzt einen Regierungsauftrag will. Vorhin ging es irgendwie noch um eine Originalakte, oder? Wenn ich das richtig verstanden habe. Nun ja. Holen wir uns das Ding. Ich würde mal sagen, einfach mal quer hier aufs Dach erstmal. Ich habe da so ein paar Ghule rumstreunern sehen. Scheinbar gibt es hier auch so ein Event von der Enklave. Habe ich noch nie gesehen in Charleston, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Da war einer. Wo bist du denn? Ach, das sind Verbrannte. Komm her! Nix. Da ist auch noch einer. Flup, flup. Da sind wir auch. Schon. War da was? Ne. Doch. Sei doch, Herr, da. Na, besser doch. Jawohl. Da sind noch mehr, ja. Zack. Hup. Nix. Nix. Ja, wobei das Impro-Gewehr kann man mitnehmen. Zerlegen, verkaufen. Na, dann mach ab dafür. Jawohl, drinnen sind wir. Ich höre schon irgendwen. Wo ist? Die sind. Oh, das ist ein legendärer, oder? Oder? Ja, da ist er. Nur so ein Scheiß. Egal. Ein paar Scheinchen. Wo seid ihr? Hier nicht. Oh Gott. Da ist er. Das haben die anderen auch gehört. Tür auf. Noch eine Länge derer? Nee. Keiner mehr. Was ist das? Schlüssel? Okay. Kippen. Wo muss ich eigentlich hin? Ach, ich muss noch eh nach oben. Ja, okay. Dann bleiben wir auch oben. Geht's hier nur noch höher? Was hat der gehabt? Nix. Der war hier ganz alleine, ne? Okay. Hier geht's aber nicht noch höher. Muss aufs. Nee. Ach so, okay. Okay. Schleichen wir uns hier längs. Das war schon hier. So, okay. Regierungsauftrag. Status angenommen. Antrag: Abweichendes Serum aus Formel K entwickeln. Modifiziert für Effizienz unter Schwerelosigkeit bei Menschen. Prämie monatlich bei erfolgreichen Tests. Unterzeichner: Dr. Emerson Hale, USSA. Direktorium: Arctos Pharma Robco. Zensiert, zensiert, zensiert. Da steht doch noch so Vault-Tec und was gibt's noch? Keine Ahnung. Die Vault-Tec bestimmt steht da dann noch. Hone-Right könnte da noch stehen. Das Militär vielleicht noch. Also anderweitig als die USSA.
Ich sag doch, der Emerson hat da was mit zu tun. Der wollte da nur nichts zu sagen. Er hat da keinen Bock drauf gehabt. Okay, nehmen wir mit. Für die Gute. Was haben wir hier noch? Die nehmen wir auch noch mit. Brauchst den nicht mehr. So. Ja, das war's, ne? Können wir noch mal ein bisschen hier. Ein bisschen rumgucken. Ich höre ja die ganze Zeit jemanden laufen. Ich weiß aber gar nicht, wo der chillt. Hier geht's raus. Rausholen wir jetzt nicht. Also schon, aber. Nicht jetzt sofort. Der ist doch hier irgendwo. Ich höre den doch. Der muss ja. Wo soll der denn sein? Hier ist auch nichts mehr. Hier ist. Feierabend ist hier. Schicht im Schacht. Hier geht's nicht weiter. Ich weiß nicht, wo die rumkrauchen. Höher bringt mir auch nichts. Hier ist nichts mehr. Na denn. Mysteriös, mysteriös. Oh, jetzt ist er gestorben. Ich habe ihn gehört, wie er gestorben ist. Der hing bestimmt irgendwo fest. Und das Spiel hat ihn jetzt gekillt. Pläne für Weihnachten. Beruhig dich erstmal, Tanner. Du kannst einem wirklich das Ohr ablabern. Hören wir uns an. Du kannst mich mal, Abigail. Was soll dieser Unsinn mit einer Weihnachtsfeier? Wir rationieren bereits unsere Vorräte. Und wenn es noch so einen Winter gibt wie 78... Unsere Leute brauchen das. Seit Jahren schon leiden sie unter dem Krieg, der Strahlung, Mutanten und Raidern. Sie brauchen etwas Gewohntes. Etwas, das ihnen die Hoffnung auf eine Zukunft gibt. Uns fehlen die Vorräte. Wir brauchen sie für den Krieg. Und mit der Bürgerversammlung so lange zu warten, bis ich fort war, um diese Bruderschaftsrebellen zu treffen, ist mehr als hinterlistig. Glaubst du, ich falle auf dich rein? Nur weil du deine Leute aufgegeben und deinen Akzent abgelegt hast? Ich weiß, dass du deine Freunde Nahrung horten lässt, um die Wahl im nächsten Frühling zu beeinflussen. Ich habe die Unterlagen geprüft. Man sollte nichts heimlich tun, was später herauskommen könnte. Ich... Du... Das ist unerhört! Setz dich lieber hin, bevor du noch einen Anfall bekommst und dir die Zunge abbeißt. Ich möchte mir nicht den Teppich ruinieren. Die Nahrung wird verschenkt und wir schalten das Licht nur für ein paar Stunden ein. Und wenn du brav bist, darfst du sogar den Weihnachtsmann spielen. Niemals! Du hast dein Weihnachtsgeschenk vergessen. Es ist Bourbon, damit du nicht vergisst, woher du kommst. Na gut, Melody hat ihn eh mehr verdient. Jo. Oh, da sind noch welche. Jetzt habe ich auch einmal den Weg gefunden hier. Einfach so. Headshot. Okay. Stift. Farbe. Stimpak, Schraubenschlüssel. Das ist das, was man braucht. Da ist einer mit Krone. Geh weg, da. Komm her. Wir haben noch vertrocknet. Jawollo. Oh, oh, oh. Geh weg von mir. Nice. Sag mal. In mich rein. Durch mich durch. Unglaublich. Bisschen dunkel hier, oder? Joa. Kann man immer gebrauchen. Ah, egal, das war nicht so. Oder war das wieder so eine? Nee, die heißen anders.
Irgendeine Kamera, die hast du dann immer im Inventar. Die wiegt zwar nichts, aber... Die hast du dann da immer. Kannst du auch nichts anderes mitmachen. Kannst du nicht zu Schrott verarbeiten oder so. Aber ich glaube, die ja. Haben wir das Licht gesehen, ne? Schweine. Hier Schweine. Hier sind viele Ghule. Die kann man verticken. Letztes Mal hat mir einer meine ganzen 2 mm Patronen abgekauft. Ich glaube 600 Stück oder so. Oder waren das nicht 100, 600? Aber es waren schon ein paar. Ich glaube, ich habe 600 Kronkorken gekriegt. Genau so. Da dachte man, ich habe die aber für eins reingemacht. Da müssten es auch 600. Jetzt bin ich wieder hier oben. Müssen es 600 Kronkorken auch gewesen sein. Wo kam ich denn jetzt her? Egal. Jetzt wollen wir mal zurück. Zurück zum Commander und mal die Wahrheit hier aufdecken, ne? Würde ich mal sagen. Auf jeden Fall. Ah, mit Wartezeit. Na denn.